Predigten des Herrn. Predigt 45, Matthäus 22, Verse 1 bis 14. Gleichnis der königlichen Hochzeit. Licht oder Finsternis, unsere eigene Wahl. Jesus antwortete und redete abermals durch Gleichnisse zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Da das der König hörte, war er zornig, schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und er sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an. Er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. So spricht der Herr. Hier liegt das Gleichnis einer Hochzeit vor euch, mit dem ich den Pharisäern ihre eigenen Umtriebe und deren Folgen begreiflich machen wollte. Denn sie lebten stets in dem Wahne, dass niemand ihre Schliche durchschaue. Ich aber, dem an ihrer Besserung gelegen war, verhüllte bei vielen Gelegenheiten meine Worte und Mahnungen, welche ich an sie richtete durch Gleichnisse, welche den Pharisäern wohl, aber dem Volk nicht immer verständlich waren. Ich wollte ihre Autorität, ihr Ansehen beim Volk nicht ganz vernichten, solange sie noch einer Besserung fähig waren. Weil ich aber stets den Nagel auf den Kopf traf, so war ihr Ingrimm gegen mich stets im Wachsen, bis ihnen endlich, wie es bestimmt war, Gelegenheit und Macht erteilt wurde, an mir zu erfüllen, was die Propheten schon längst vorhergesagt hatten und was auch ich meinen Jüngern als mein künftiges Schicksal und Ende prophezeit hatte. Hier nun in diesem Gleichnis verglich ich das Himmelreich oder den Vater im Himmel mit einem König, der zum Festmahl seines Sohnes Einladungen an Freunde und Bekannte ergehen ließ, jedoch überall eine ausweichende oder abschlägige Antwort erhielt. Der König, darüber erzürnt, rächte sich an ihnen, indem er ihnen Hab und Gut verbrannte und sie selbst töten ließ. Bei der zweiten Aussendung seiner Knechte ließ er alle einladen, die sie auf den Straßen und Plätzen finden würden. Und die Knechte brachten Gute und Böse zum Tisch des Herrn. Unter diesen hereingebrachten Gästen befand sich auch einer, der kein hochzeitliches Kleid anhatte. Als er nichts zur Entschuldigung antworten konnte, wurde er hinausgewiesen in die äußerste Finsternis, um dort seinen Fehler zu büßen. Und das Ende des Gleichnisses waren die gewichtigen Worte: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist der Inhalt dieses Gleichnisses. Um es aber geistig auffassen zu können, müssen wir alle in ihm angeführten Umstände genau prüfen, bis wir zu dem eigentlich geistigen Sinn des Gleichnisses kommen und seine Anwendung auf jene,
sowie auch auf die jetzige und künftige Zeit deutlich finden. Ihr müsst immer bedenken, dass in den Worten aus meinem Mund eine größere Bedeutung liegt, als es die Zuhörer in jener Zeit ahnten und es auch viele Leser der jetzigen und künftigen Zeit vermuten werden. Wir wollen also vorerst mit der Form dieses Gleichnisses anfangen, damit ihr seht, wie alles seine tiefe geistige Bedeutung hat, wenn es geistig beleuchtet vor das innere Auge des Seelenmenschen gestellt wird. Ich verglich das Himmelreich mit einem König, der seinem Sohn ein Hochzeitsmahl geben wollte. Nun seht, dieser Vergleich bedeutet im höchsten Sinne die einstige gänzliche Vermählung oder Vereinigung des Materiellen mit der Geisterwelt oder die Auflösung der Materie und die Befreiung des in der Materie eingeschlossenen Geistes, um ihre Vereinigung mit dem Höherstehenden zu verwirklichen. Das erste Bild, eine Hochzeit, bedeutet die Vereinigung zweier zu einem geistigen Wesen, wenn auch getrennt in zwei Körpern. Die Hochzeit ist das Bild der hohen oder höchsten Zeit, in der Gleichgesinntes sich findet und vereint das vollführt, was dem Einzelnen nicht möglich gewesen wäre. Zu dieser Vereinigung oder Hochzeit, welche, wie gebräuchlich auf Erden, mit einem Hochzeitsschmause gefeiert wird, waren alle geladen, die solcher Teilnahme für würdig befunden wurden. Das Gleichnis aber sagt, dass die Eingeladenen ihre Teilnahme an dem Hochzeitsmahle verweigerten. Seht, dieses Hochzeitsmahl bedeutet die ganze Periode von der Erschaffung der Menschen bis zur Sündflut. Die Erde, in ihrem Hochzeitsschmuck prangend, lud alle Menschen zur geistigen Vereinigung ein. Als materielles Abbild des freudigen Entwicklungsprozesses der ganzen Schöpfung wollte sie die geistigen Wesen, die Menschen, zu diesem Freudenfeste heranziehen. Die Menschen aber, der Sinnenwelt und ihren Genüssen mehr als dem Geistigen huldigend, achteten nicht auf die Einladung und Aufforderung, sich nach oben zu richten, sondern zogen das Streben nach unten vor. Und so musste, damit die Vereinigung meines Geisterreiches mit der Materie doch geschehe, die Sündflut der ganzen damals lebenden Menschheit ein Ende machen. Und gerade jene Menschen treffen, welche ich mit allen Vorzügen ausgestattet hatte und durch alle möglichen Mittel belehrte und erziehen ließ. Nach dieser Katastrophe erging an die übrig gebliebenen Nachkommen in späteren Zeiten wieder eine Einladung, sich zum Vereinigungsfest anzuschicken. Und es verlangte die damals lebende Menschheit, erschreckt vom früheren Strafgericht, als auch vom inneren Gefühl getrieben, eine Vereinigung des Geistigen, des in ihrem Körper gebundenen, mit den höheren Regionen der Geisterwelt. Dieses Verlangen war jedoch nicht klar ausgeprägt und wurde von den verschiedenen Menschen verschieden gedeutet. Deswegen kamen zu diesem Hochzeitstisch, wie das Gleichnis sagt, Gute und Böse. Nun, fährt das Gleichnis fort, befand sich auch ein Mensch unter diesen Geladenen, welcher das Hochzeitskleid nicht anhatte und deshalb in die äußerste Finsternis hinausgestoßen wurde. Dies will so viel sagen als: Alle, die wenigstens einen Drang nach geistiger Besserung empfanden, waren der süßen Hoffnung, ihre Wünsche, ihre Ideen erfüllt zu sehen. Sie waren alle voll freudiger Hoffnung, das heißt, jeder zog, bildlich gesprochen, das Beste, das er hatte, als Hochzeitskleid an. So trugen die Guten ihre innere Liebe, ihr inneres, wahres Streben, stets reiner und besser zu werden, offen zur Schau. Ja, selbst die weniger Guten und sogar die Bösen zierten sich nach außen hin mit den Abzeichen der Frommen, weil sie doch besser erscheinen wollten, als sie in Wirklichkeit waren. Nur ein einziger, wie das Gleichnis sagt, kümmerte sich weder um das Sein noch um den Schein. Er wollte sich zeigen, wie er war, wollte aber auch an dieser Vereinigung teilnehmen, vorausgesetzt, dass sie seinen Ansichten entsprechen würde. Und dieser einzige,
der mir, dem König, so frech die Stirn bieten wollte, ist niemand anders als der von mir längst verstoßene Geist Luzifer oder Satana, welcher als personifiziertes böses Prinzip den Gegenpol meines eigenen Ichs ausmacht. Nun, dieser böse, mit Willen böseste Geist wurde in die äußerste Finsternis gestoßen, in der Heulen und Zähneklappen ist, oder mit anderen Worten gesagt, in der er der Finsternis des eigenen Gemüts überlassen so lange harren kann, bis eine in ihm selbst auftauchende Besserung seine Rückkehr möglich macht. Was nun der Satan als Person ist, das vertritt auf eurer Erde diejenige Gattung von Menschen, die des Guten und Edlen wohlkundig ist, doch mit Willen das Böse liebt und ausübt. Mit der Bezeichnung Gute und Böse, die am Hochzeitstisch saßen, sind all jene gemeint, welche sündigen, weil sie zu schwach sind, aber teilweise ihren eigenen Schwachheiten unterliegend, doch nicht im Mindesten den Trieb zum Besserwerden verloren haben, ihn weder verachten noch mit Füßen treten. Die ärgsten, unverbesserlichsten und die am meisten in der Schöpfung zurückstehenden sind jene Geister und Seelen, welche das Gute wohl kennen, aber es aus Hass gegen dasselbe nicht ausführen und womöglich andere zum Abfalle von demselben verleiten wollen. Dieses Trachten ist teuflischer Natur, weil der in alle Geister und Wesen von mir eingelegte Trieb der Liebe sich statt dem Guten dem Schlechten zugewendet hat. Dass die Pharisäer unter dem Bild des Menschen ohne Hochzeitskleid sich getroffen fühlten, das war es, was sie mit Ingrim erfüllte. Sie merkten, dass sie aus eigener Schuld von allen künftigen Genüssen im Geisterreich ausgeschlossen seien, solange nicht freiwillige Umkehr sie würdig mache, sich mir zu nähern. Daher lautet das Schlusswort des Gleichnisses: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Dies will so viel sagen als: Allen Geistern meiner Schöpfung waren und sind die Tore meines großen Geisterreiches offen, aber nur wenigen wird es gelingen, in jene Räume zu dringen, wo ewig Friede, Ruhe und Seligkeit herrschen. Es wird nicht eher möglich sein, als bis sie alles Weltliche und Sinnliche aus ihrem Herzen vertrieben haben. Nur dann sind sie als Auserwählte der Teilhaftigkeit an meinem Reiche fähig. Nur dann kann ihr geistiges Auge, wenn aus demselben ein ähnlicher Himmelsstrahl leuchtet, der nur im Widerschein des großen Geisterlichthimmels seine Befriedigung, seine gänzliche Sättigung finden kann und muss, den Glanz meines Liebe- und Lichthimmels ertragen. Hier habt ihr die geistige Bedeutung dieses Gleichnisses, welches von der Zeit an, da es von mir gegeben wurde, bis auf heute seine Bedeutung bewahrt hat. Seit jener Zeit sandte ich meine Knechte aus, um alle zum Hochzeitsschmaus in meine Wohnung einzuladen. Aber unverrichteter Sache kehrten sie oft wieder zurück. Ein Jahrhundert nach dem anderen rollt hinab in den Abgrund der Vergangenheit. Und ich ließ nicht ab, einzuladen. Es kamen Wohlgeladene, aber töricht erwarteten sie von mir und meinem Reich, was ich von ihnen forderte. Sie kehrten dem Geisterreich den Rücken und zogen die lange Straße dem kürzeren, beschwerlicheren Weg vor. Noch immer lasse ich nicht ab, Boten auszusenden, die meinen Willen verkünden, die den Menschen begreiflich machen sollen, was der eigentliche Zweck ihres Daseins ist, und dass sie trotz allen Sträubens über kurz oder lang doch dahin kommen müssen, wo ich sie haben will. Viele wenden ihre Ohren ab, um die Stimme der Liebe, des Friedens nicht zu vernehmen. Sie sind auf lange Zeit verloren. Mit Trauern sehe ich, wie die große Masse anfängt, mir nach und nach den Rücken zu kehren und statt mir zu folgen, dem folgt, was ihnen als böse bekannt ist.
Wie ich einst, da mein Einladen umsonst war, durch die Sündflut die verlorene Menschheit retten musste, so werde ich auch jetzt gezwungen sein, um der guten Willen und um den Zweck der Menschheit nicht aus dem Auge zu verlieren, eine ähnliche Katastrophe über die Menschheit ergehen zu lassen. Nur wird das materielle Wasser jener Zeit durch das geistige Wasser meiner Lichtwahrheit ersetzt werden. Und wie damals die Menschen sich vor dem Steigen der materiellen Flut retten wollten, so werde ich sie jetzt mit Licht übergießen und werde bessere Geister erwecken, dass sie dasselbe verbreiten. Und wenn dann überall Licht sein wird, bleibt den Finsterlingen nichts anderes übrig, als vor dem Glanz desselben zu fliehen und sich in der äußersten Finsternis ihrer eigenen Schwächen zu verbergen. So wird sich geistig erfüllen, was ich den Pharisäern bildlich sagte. Auch jetzt werden sich manche über dieses gewaltige Licht erzürnen, weil es ihren lange im Finstern gehaltenen Bau erleuchten wird. Allein es muss Licht werden und mag sich Satana noch so sträuben, denn mein Reich ist ein Reich des Lichts. Entweder in ewiger Finsternis der eigenen Seele, der dichtesten Materie gleich, einen langen Reinigungsprozess vor sich sehend oder mit Aufopferung und Kraftanstrengung, mit Leiden und Kämpfen den kürzeren Weg der Erkenntnis gehend. Das ist das Los der Geister und der von mir geschaffenen Wesen, sowie der ganzen Menschheit. Geladen sind sie alle als Geister, doch wehe, wer ohne Hochzeitskleid ins Reich des Lichts eindringen wollte. Es würde ihm ergehen wie dem, von dem dieses Gleichnis erzählt. Er würde hinausgestoßen werden in die Finsternis, bis es in seinem Innern von selbst zu dämmern anfängt. So wie ich in jener Zeit meines sichtbaren Wandels auf eurer Erde durch meine Worte alle finsteren Winkel des menschlichen Herzens erleuchten wollte, ebenso müssen auch bei meiner nahen Ankunft alle Herzen Licht haben oder doch wenigstens für das Licht aufnahmefähig gemacht sein, damit das Hochzeitsfest gefeiert werden kann. Dann werde ich als König und Vater dem Sohn, meinen Geistern, den Hochzeitstisch bereiten und wir werden, ein Herz und ein Sinn, das Jubelfest der größten geistigen Einigung feiern, deswegen ich in jenen Zeiten das größte Beispiel der Demut und Liebe für euch alle gegeben habe. Amen.